So, hier die Lösung zu den letzten drei Aufgaben. Das war ja ein bisschen kniffliger. Da wir bei der 2.5 ja nur sowas umschreiben können und nicht sowas, stört hier ja noch diese mal 3. Die muss weg. Machen wir geteilt durch 3 auf beiden Seiten, Äquivalenzumformung. Dann steht hier halt 4, ne? 12 durch 3 ist 4. Hier fällt es weg, kann ich kürzen. Das kann ich umschreiben, gemäß dem hier. Also ist mein x gleich 0,861. Gleiches bei der nächsten Aufgabe. Jetzt steht hier halt 3 plus dem Ganzen. Also hier steht jetzt plus 3, die nervt. Die mache ich weg mit minus 3, Äquivalenzumformung. Bleibt das hier stehen, kann ich so umschreiben, eingeben oder Basiswechselsatz. X ist also gleich 1,365. Und das Letzte, das kann ich schon umschreiben, das sieht dann so aus, ne? Achtung, hier oben x plus 1, nicht nur x, kommt also hier x plus 1 hin. Das kann ich ausrechnen, ne? Entsprechend Basiswechselsatz oder eintippen, das ist das hier. Jetzt steht aber rechts noch x plus 1. Jetzt muss ich diese plus 1 noch wegmachen, damit da x steht. Das mache ich mit minus 1. Und 1,54 minus 1 ist 0,544 ist gleich x.